Wir machen so einen Livestream, wie wir uns hier beide rasieren. Also ihr merkt schon, vorm FTP. Wir haben ja noch ganz geheime Themen, genau. Wie viel wirkt Beine rasieren beim FTP-Test, ja? Und, auf der Rolle. Auf der Rolle natürlich, ja klar. Ohne Wolle. Aber das verraten wir jetzt natürlich nicht, weil wir haben da wirklich unglaublich wissenschaftlich hochwertige Erkenntnisse rausbekommen. Und das, wenn wir das jetzt hier preisgeben, dann ist ja albern. Holen uns alle ein. Nee, wir machen heute noch was ganz anderes und zwar Fahrradfahren. Also Rennrad oder Treebike. Grund ist, Dominik steht gerade vor der Frage, ob er sich ein Zeitfahrrad kaufen sollte oder nicht. Und warum stehst du eigentlich vor der Frage? Weil ich einfach merke, also ich fahre ja ich trainiere auf einem ganz normalen Rennrad oder halt im Winter auf einem Cyclocrossrad. Und das Thema ist halt, wenn ich dann auch wenn ich mit Aufleger etc. fahre, ich komme halt nicht in eine Position, die für mich bequem und kraftvoll über eine gewisse Distanz ist. Diesen Nachteil bin ich nicht mehr bereit, eigentlich einzugehen. Und gerade wenn man doch einiges an Zeit... Du hast eine Ausrede weniger, weißt du, ne? Wenn die Zeiten dann nicht so Zeit stimmen. Investiert, ja. Aber hast du dich auf das Rad schon mal fitten lassen, auf eine Triathlon-Position? Nein. Nein, das funktioniert auch nicht. Also du kommst ja allein durch den Sattel. Du kannst den Sattel ja nicht so weit nach vorne schieben, dass du wirklich in die Position überhaupt kommen kannst. Also man bräuchte erstmal so eine andere Sattelstütze, um sozusagen über den Zero-Point, ne, dass du so ankippen kannst und so, aber wahrscheinlich liegt die auch schon wieder 3 Kilo, oder? Genau. Man kann da, denke ich, was improvisieren, aber ich würde gerne mal, bevor ich es mache, das können wir auch mal gerne machen, einfach mal unterschiedlich die beiden Fahrräder mal gegeneinander fahren lassen. Vielleicht, also mit Powermeter, mit demselben Powermeter, einfach mal vielleicht auf der Kronprinzessinallee einfach mal 300 Watt mit dem Rad, 300 Watt mit dem Rad runterfahren. Bei meinem Gewicht geht das. oder keine Ahnung, 40 km/h oder eine standardisierte Geschwindigkeit und dann einfach mal schauen, wie viel Watt man dafür gebraucht hat. Ja, das ist wahrscheinlich schon immens. So, aber die spannende Frage ist doch gerade, wenn ich jetzt anfange mit Triathlon, wie lange sollte ich oder kann ich auf einem normalen Rennrad mit angebautem Vorbau fahren? Wie hast du es gemacht? Ich habe vor 2 Jahren auf ein Triathlonrad gewechselt, bin aber fest der Überzeugung, dass es zeittechnisch kaum einen Unterschied macht. Echt? Ja. Also vielleicht aerodynamisch ein bisschen von der Sitzposition. Ich hatte mich halt auf meinem Rennrad auf eine Triathlon-Position fitten lassen und ich bin damit echt gut gefahren. Also ich bin letztes Jahr in Erkner gestartet, 2 Jahre davor auch in Erkner, leicht andere Radstrecke und ein bisschen unterschiedliche Distanz. Ich bin den gleichen Schnitt gefahren, mit einem Rennrad und mit einem TT. Möchte ich mein TT missen? Unter gar keinen Umständen. Ich liebe dieses Fahrrad. Das ist für mich also absolute Wonne, da drauf zu fahren. Es macht einfach mega Spaß. Ich finde es am Ende jetzt auch bequemer. Aber ich glaube, es ist nicht ein Must-Have. Vor allem gerade am Anfang. Es ist kein Must-Have. Also ich glaube, ich bin auch ungefähr 2 Jahre mit dem Rennrad gefahren. Und das ging auch und das ist auch okay. Also ich glaube, man testet sich ja auch eine Sportart an und weiß ja gar nicht, ob man das halt auch weitermacht. Und jetzt gleich so viel Geld investieren, ist irgendwie auch schwachsinnig. Aber ich habe dann schon gemerkt, eben halt auch bei einer Mitteldistanz, dass ich einfach von der Sitzposition irgendwie nicht so optimal gesessen habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich würde gerne ein bisschen mehr nach vorne rutschen. Und vielleicht ist auch Einbildung, weil ich einfach nicht fit genug war. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich auf dem Zeitfahrrad sitze, dann, ja, du hast dieses Gefühl, du bist so eine Einheit. Das finde ich einfach geil. Und du kannst wirklich so unter dem Wind durchschlüpfen. Und das ist ein schönes Gefühl. Also ich liebe auch die Position. Ich finde sie auch sehr entlastend. Ich könnte nicht so lange auf dem Rennrad fahren. Gerade bei einer Langdistanz, 180 Kilometer, finde ich schon in dieser gebückten Haltung sehr cool. Es hängt stark auch von dem Profil und von der Strecke ab. Muss man ganz einfach sagen. Nein, klar, also wenn du jetzt irgendwie so in Erkner viele Kurven und so hast, wo du einfach mit dem Rennrad auch schnell einen Vorteil gegenüber einem TT-Bike hast, weil du einfach schneller durch die Kurven und wendiger bist, dann macht das nicht so viel aus. Aber wenn du, wie du gerade sagst, kompakt, windschnittig, lange Geraden fährst, lange geradeaus... Also, da bin ich in Erkner, ist nur geradeaus eigentlich. Also, fand ich jetzt nicht. Also, Du bist auch in Erkner gefahren, Helmut.
Es gibt beides. Was soll ich jetzt sagen? Also ich fand es jetzt technisch nicht so anspruchsvoll, kurventechnisch, wie ich gesagt hätte, damit hätten wir, dass das Rennrad dann in irgendeiner Kurve einen Vorteil hat. Ja, weil du halt langsam durch die Kurve gefahren bist. Wenn du schnell durch willst, dann... Okay, aber die ursprüngliche Frage war ja, genau, muss es ein Zeitfahrrad sein, ja oder nein? Also ich glaube, muss natürlich nicht. Man kann auch alles fürs Training super auf keinen Rennrad Fall machen. Ja. Profil spielt eine große Rolle, wie die Wettkampfstrecke ist. Also viele fahren ja dann auch, wenn es in die Berge geht, natürlich auch nicht mit dem Zeitfahrrad und so. Aber ja, vielleicht kann man sich von einem Kumpel erstmal eins ausleihen und das ausprobieren. Das ist vielleicht eine ganz gute Maßnahme, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das hatten wir vorhin auch schon, als wir uns unterhalten haben. Gerade wenn man, wenn der Winter vorbei ist, man fährt die ersten Strecken wieder mit dem Zeitfahrrad, das ist dann doch alles immer ganz schön schwammrig und man muss sich daran gewöhnen und dann wird man irgendwann sicherer drin. Ja. Klar, ich würde auf jeden Fall sagen, die Sitzposition ist halt echt das Entscheidende. Ich bin früher auch mit dem Rennrad in einer falschen Sitzposition gefahren, ich habe Rückenprobleme bekommen, also sogar so weit, Rad am Ring, 24-Stunden-Rennen, ist ja nach taube Finger, weil ich wahrscheinlich irgendwie was im Rücken getan habe. Das war wirklich, wirklich schlecht. Und nach einem Fitting war das halt weg. Also den ersten Schritt, den ich machen würde, wäre immer irgendwie zu investieren in diese Sitzposition. Auch bevor ich anfange, zig Sättel auszuprobieren. Wäre eigentlich schon wieder ein neues Thema, ne? Aber ist total, aber finde ich total interessant. Also zwei Fittings habe ich ja auch schon gemacht oder drei. Eigentlich müsste man wahrscheinlich noch häufiger das machen, weil ja auch der Körper sich verändert oder weil man anders Rad fährt. Aber gerade am Anfang, wenn man ein neues Rad hat, lohnt es sich. Oder wenn man so viel Geld ausgegeben hat für ein Rad, finde ich... Das sind total viele Faktoren, weil du sitzt ja auch im das ist ja auch eine Anpassung. Die Position bei einem Helmuts Fahrrad steht hier in der Ecke, deshalb zeige ich da immer hin. Ist halt so, die Kraftentwicklung, die du auf dem TT-Bike hast, ist ja ein anderer Mechanismus wie als auf dem Rennrad. Das heißt, du brauchst ja eine gewisse Umgewöhnungszeit ja auch, um wirklich die Kraft sozusagen, dass du die 1:1 auch die Watt sozusagen produzieren kannst auf dem TT-Bike, wenn es dir überhaupt gelingt. Das ist jetzt meine FTP auch so niedrig. Genau, normalerweise ist deine FTP 50 höher. Ja, mindestens. Also. Aber auch auf gleichem Fahrrad, ob in Aero-Haltung oder Base genau. War, macht auch einen Unterschied. Ja, klar. Definitiv. Genau. Die Intervalle fahre ich natürlich auch mit gestreckten Armen. Nicht so. Die Ausstattung und, wie du sagst, ich denke, elementar, wirklich, wenn du eine gute Position auf dem Rennrad hast, vielleicht sogar im Unterlenker, kannst du genauso schnell wie in einer schlechten Aero-Position sein, auf dem Aero-Rad. Okay, dann vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt, also Rennrad mit Aero-Aufleger. Das gehört für mich dazu. Wenn ich einen Triathlon mache, dann auf jeden Fall mit Aufleger. Ne? Aber finde ich jetzt, also hängt auch vom Profil ab. Wenn du jetzt zum Beispiel aber eine Strecke hast, wo du viel schalten musst, dann hast du eher einen Nachteil, weil du viel umgreifen musst. Und wenn du einen guten Unterlenkerposition hast, dann kannst du ja bisher am Schalter. Also ein sehr kontroverses Thema. Wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. Hier wieder der Aufruf, es einfach unten reinzuschreiben in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht gibt es ja auch welche von euch, die schon seit 40 Jahren Triathlon machen und immer noch auf dem Rennrad sitzen. Und andere, die haben sich als erstes vor Laufschuhen erstmal ein Zeitfahrrad gekauft. Kann es ja auch geben. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen, weil der Akku gleich alle ist. Wenn ihr einen Preis-Leistungs-Hammer habt im TT-Segment, bitte in die Kommentare, auch wer seins nicht mehr braucht. Genau, ATP-Kompressor sucht eins. Ja, ich würde zumindest mal testen. Okay. Und mal gucken, ob es durchkommt.